Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir erleben in diesen Tagen einen, wenn nicht vielleicht sogar den größten wirtschaftlichen Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik und des Landes Hessen. Ja, die Maßnahmen zum Schutze der Gesundheit und zur Eindämmung der Pandemie, die waren größtenteils politisch richtig, aber sie haben eine sich schon bereits abzeichnende Wirtschaftskrise dramatisch beschleunigt. Die Folge: ein heftiger Anstieg von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, unzählige Insolvenzen, Millionen Menschen bangen um ihre Existenz. Für die Linke ist völlig klar: wer die Folgen der Wirtschaftskrise bekämpfen, wer die Menschen vor dem sozialen Abstieg schützen und Armut überwinden will, der muss den unverschämten Reichtum in dieser Gesellschaft endlich begrenzen und substanziell besteuern. Und Regierungen haben in den letzten Wochen hunderte Milliarden schwere Rettungsprogramme auf den Weg gebracht. Und es war auch richtig dafür, dass wir im Bund und in Hessen die Schuldenbremse ausgesetzt haben. Besser wäre noch gewesen, wir hätten sie endlich abgeschafft. Die Schuldenbremse, die hemmt Investitionen, sie verhindert die Finanzierung einer guten öffentlichen Infrastruktur und sie schadet kommenden Generationen. Die Schuldenbremse, die gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Wer zahlt jetzt für diese milliardenschweren Programme? Wer zahlt für die Krise? Diese Debatte ist längst eröffnet, und sie wurde eröffnet von der CDU. Kein geringerer als Friedrich Blackrock Merz, der bekanntlich ein gern gesehener Gast in Hessen ist, fordert, alle staatlichen Leistungen von Bund, Ländern und Kommunen auf den Prüfstand zu stellen. Damit macht er nicht weniger, als in der Krise die Krise zu nutzen, um die Axt an die Wurzeln des Sozialstaats anzulegen. Wir sagen, das geht gar nicht. Aber damit nicht genug. Wie schauen die Vorschläge aus? Grundrente entsorgen, Mindestlohn absenken, Soli für die Reichen streichen. Die Liste an Grausamkeiten aus dem CDU-Gruselkabinett ist lang. Herr Finanzminister, da frage ich mich doch, wo sind da die Interessen der Beschäftigten, die Sie vorhin noch ins Feld geführt haben? Nein, die CDU, die verfährt in der Krise nach dem biblischen Motto: denn wer hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Mit Blick auf das C in Ihrem Parteiprogramm, da kann ich nur sagen, da gnade uns Gott, meine Damen und Herren. Kassiererinnen, Pflegekräfte, Paketboten, alle, die den Laden am Laufen halten, denen wird applaudiert, um dann am Ende eine solche Klientelpolitik hier zu servieren. Das finde ich nicht in Ordnung. Und jetzt droht auch noch weiteres Ungemach. Enorme Steuerausfälle sind zu erwarten. Und es ist doch absurd, angesichts dieser Steuerausfälle dann auch noch Steuersenkungen zu proklamieren. Ich sage, wer jetzt nicht für höhere Einnahmen sorgt, der muss sagen, wie er sonst Kürzungsorgien für Soziales, für Kultur und für den Klimaschutz verhindern will. Und es gibt ja gute Ideen. Statt zu kürzen, bis es quietscht, sollten wir endlich eine alte CDU-Idee wieder aufgreifen. Auch die Grünen haben es einmal gefordert, Saskia Esken ist dafür, der Lastenausgleich, eine einmalige Vermögensabgabe nach Artikel 106 des Grundgesetzes. Wir sagen, in der Krise ist Solidarität das Gebot der Stunde. Das muss auch für die gelten, denen es ohnehin sehr gut geht, meine Damen und Herren. Aber aktuell läuft es ja ganz anders. BMW schreit nach der Abwrackprämie, will gleichzeitig 2 Milliarden an Dividenden ausschütten, und von dem leistungslosen Einkommen würde fast 1 Milliarde an die Quanterben gehen. Das ist doch unerhört in dieser Krise. Ich finde, die wachsende Schere zwischen Arm und Reich, die gefährdet nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sie ist auch eine Gefahr für unsere Demokratie. Und die Zahlen zeigen, wir brauchen endlich ein gerechtes Steuersystem, einen Spitzensteuersatz wie zu Helmut Kohls Zeiten. Das wäre doch einmal ein Anfang. Aus Ländersicht, wir sind ja hier im Hessischen Landtag, da brauchen wir die Wiedereinführung der Vermögenssteuer im Bund. Ihr Aufkommen käme den Ländern zugute. Finanzminister Boddenberg hat sich letztens in der Hessenschau gefragt, wen meinen die denn da mit einer Vermögensteuer, die das fordern? Das erkläre ich Ihnen gern, Herr Finanzminister. Die erste Million ist frei, machen Sie sich keine Sorgen. Darüber liegendes Vermögen wird mit 1% besteuert. Wer ein Vermögen von 2 Millionen Euro hat, müsste also 10.000 Euro Steuern zahlen. Ein verkraftbarer Beitrag, wie ich finde, für unser Gemeinwesen. Dafür sollte sich das Land Hessen endlich einsetzen, meine Damen und Herren. Wie formulierte es einst Bertolt Brecht? Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an, und der Arme sagte bleich: wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich.
Armut und Reichtum, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Es ist endlich an der Zeit, Reichtum zu begrenzen, um Armut zu überwinden. In der Finanzkrise 2008 haben die regierenden Parteien die Banken gerettet und die Menschen im Stich gelassen. Das darf sich nicht wiederholen.